Ja, ich will es dann doch nochmal wissen. Direkt hinten dann packe ich nochmal den nächsten Part, weil ich gerade total demotiviert gewesen bin von dieser scheiß Duo-Show. Deswegen gehen wir jetzt in die Stadion-Stars-Show, die anscheinend nur 7 Tage und 1 Stunde läuft. Ich habe keine Ahnung, was das ist, ehrlich gesagt. Es ist für mich totales Neuland. Generell, außer den normalen Modus, den wir ganz am Anfang gezeigt haben, ist für mich alles Neuland in diesem Spiel. So viel habe ich nämlich gar nicht gespielt damals. Ich glaube, wenn es hochkommt, irgendwie 10 Stunden oder so. Ja. Mal gucken, ob ich der Stadionstar bin. Es kann ja eigentlich nur besser werden. Ihr habt den letzten Part hoffentlich gesehen und nicht allzu schlimm bewertet. Oh, und es spielen nur 38 mit? Das ist interessant. Ja, und da war ja wirklich, also schlechter ging es ja fast gar nicht. Schlecht es schlecht kä. Auch nicht schon wieder. Ach Gott. Die Frage ist nur, was ist jetzt hier anders bei dem Modus? Hätte ich mir vielleicht mal die Erklärung durchlesen sollen, wenn es da eine gibt. Eigentlich fände ich es auch cool, wenn man vielleicht auch einen Modus hätte, wo man nach Punkten spielt, wo es darum geht, wer am Ende am meisten Punkte hat. Also quasi, dass alle bis zum Ende durchspielen, nur und am Ende gewinnt halt derjenige mit den meisten Punkten. Versteht ihr? Oh, ich muss aufstoßen. Das ist ein schlechtes Zeichen, oder? Ich krieg schon das Kotzen von meinem Gameplay. So, und hier habe ich mich eigentlich nicht so schlecht angestellt das letzte Mal. Das erste Mal, als ich hier war. Ja, und dann kommt so... Hey! Hey! Ich komme hier nicht raus! Ich steck fest! Ich steck fest! Ich komme hier nicht raus! Nein! Oh Gott! Scheiße! Och, nö! Och, und dann kommt wieder sowas, weißt du? Ich habe festgesteckt. Ich schaff das noch. Guck mal hier. Oh, dafür ist das jetzt wieder gut gelaufen. Hier, komm. Guck mal, das Spiel hat Mitleid mit mir, weil ich festgesteckt habe. Das hat das Spiel auch erkannt. Das war voll fies. Ich habe dazwischen festgesteckt. Geh weg, Person. Oh, schnell. Oh, nicht mehr viel. Endlich mal wieder einen Schritt weitergekommen. Oh, das war so ein richtig bitterer Fail, Alter. Das war so richtig fies. Auf einmal stecke ich da so zwischen. Ich musste springen, falls ihr jetzt wissen wollt, wie ich da rausgekommen bin. Durchs Hüpfen bin ich dann tatsächlich nur irgendwie da rausgekommen. Ja. Bin mal gespannt, ob diesmal alles ein bisschen besser wird. Es hat mich wenigstens keiner festgehalten. So, nächstes Spiel. Schnellbahn. Überwinde die Hindernisse und renne 2 Runden auf der Strecke. Ach, 2 Runden muss ich rennen. Okay. Ich finde das Kätzchen voll süß. Ich bin momentan, falls ihr euch wundert, warum ich noch keine Skins habe oder mir keinen Season Pass geholt habe oder sonst irgendwas. Okay, man sieht die Bahn nicht. Ich sehe nur den Start. Ist, glaube ich, ein kleiner Fehler im Spiel. Naja, ich bin momentan so ein kleines bisschen am Überlegen, ob ich mir den Season Pass... Ich will erst wieder reinkommen ins Spiel und rausfinden, ob ich es wirklich vernünftig spielen würde. Also ob ich wirklich dranbleibe bei dem Spiel oder ob es sich wieder im Sand verläuft. Und ich renne wirklich mit Höchstgeschwindigkeit gegen die Dinger, die ich nicht rennen sollte. Ne? Oh, man muss sich echt konzentrieren. Aber es ist eigentlich ganz cool, vor allem mit diesem Speed-Bonus. Ist eigentlich ganz cool tatsächlich. Macht tatsächlich Spaß. Mann! Ach Mann! Oh, da war schon wieder ein Gegner, der mich behindert hat. Ich hab's genau gesehen. Oh Gott, uah. Speed. Wir müssen aber 2 Runden rennen. Also noch ist alles drin. Au. Oh Gott. Oh Gott. Na ja, nochmal. Oh, Mist. Okay, jetzt, komm. Ja, jetzt wird alles besser. 2. Runde ist... Jetzt kenne ich die Strecke. Das ist wie bei Mario Kart. Wenn man die Strecke mal kennt, ist alles gut. Guck. Alter, yeah, komm. Topo die Fockner... Ah! Jetzt habe ich wieder jemand behindert. Topo die Fockner... Yeah, nein, nice. Das war gut. Das war richtig... Oh ja. Guck mal. Guck's dir an. Oh yeah, Alter. Oh Gott. Ja, ist das gut. Ist das gut oder ist das gut? Ich würde mal sagen, das ist gut. Topo die Fockner! Yay! Woo! Alles wird besser.
Oh Gott, welcher Platz war ich denn? Im besten 50 halt. Ja, gut, aber. Oh, Alter, das ist so cool. Das macht wieder richtig Spaß. Wenn man denn mal gewinnt. So, wer sind meine Gegner eigentlich? Die spielen alle auf Konsole, wenn ich das. Ah, nee, wobei ein paar spielen nicht auf Konsole. Bei diesem Spiel würde ich sogar fast vermuten, es gibt gar keinen wirklichen Vorteil, wenn du am PC spielst. Das hatte ich ja bei Fortnite schon erwähnt, dass bei Fortnite ist es definitiv ein Vorteil, wenn du am PC spielst. Vom Zielen her. Springe durch die Reifen, um Punkte zu erzielen. Okay, alles klar. Das schaffe ich nicht. Die Springparty. Schauen wir mal. Ich gebe mir Mühe. Aber ich merke schon wieder, wie ich heiser werde. Da kriege ich schon wieder die Stimme ist bald wieder weg, wenn ich das hier so weiterspiele. Warte auf Spieler. Da disconnecten jetzt gerade alle, sodass ich am Ende gewinne. Okay, das habe ich noch nie gehabt. Ich habe ein anderes Spiel gehabt, wo man durch die Reifen springen musste und das war mega assi, weil du da teilweise die Sachen sogar richtig hinlegen musstest. Okay, warte. Springparty. Wo kommen die Reifen? Wo sind die Reifen? Ach, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Alles klar. Ach, die kommen nach vorne. Alles klar. Ach, Mist. Ja, okay, alles klar. Ich war mir nicht sicher, ob man mehrmals durch die Reifen kann. Aber ich glaube, ja doch, man kann mehrmals durch die Reifen, ne? Okay. Alter. Okay. Was ist sinnvoller, an einer Stelle zu bleiben? Oh Gott, Hilfe! An einer Stelle zu bleiben und immer wieder da durch die Reifen zu springen. Ich sehe nichts. Zu springen oder immer wieder einen anderen Reifen zu nehmen. Ich mach mal die Billigpunkte, okay? Hui. Ich brauche ein paar Punkte. Ja, okay, alles klar, alles klar, alles klar. Da kommt noch einer. Oh Gott, jetzt natürlich der. Alle Assis in die Mitte, ne? Und, ja, hab ich Punkte? Nein, nein, nein. Oh Gott. Oh, yeah. Okay, alles klar. Oh. Nein, nein, nein. Ah, Mist. Ich weiß nie, ob ich Punkte habe. Okay. Hier, durch. Ja, ja, ja. Sehr gut. Sehr gut. Oh Gott. Uah, bloß weg. Uah. Ich sehe nix. Ah. Okay, alles klar. Ja, am goldenen. Ja, am goldenen. Sehr gut. Ach, komm hier, ja, zack. Oh. Nein, 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 nein. Okay, in die Mitte, in die Mitte, in die Mitte. Dann kriegen wir nochmal 2 Punkte. Oh Gott. Zählt das? Oh Gott, das Problem ist, es sind schon 15 qualifiziert. Und ich bin durch, ne? Ich bin raus. Ausgeschieden. Oh, Alter, wie viele Punkte brauchst du denn da? Oh Gott, ich habe mich aber auch anfangs doof angestellt. Aber ich habe das erste Mal gespielt. Das war das allererste Mal. Es tut mir leid. Mann, und dabei war ich so gut. Also zumindest die ersten 2 Spiele. Das mit dem Rennen hat mir tatsächlich am besten gefallen irgendwie. Das fand ich am coolsten. So, endlich mal wieder ein bisschen vernünftige Belohnungen gekriegt. Endlich mal was geschafft. Das freut mich. So, kriege ich auch... Ah, Level Up reicht es tatsächlich nicht. Bis jetzt habe ich aber noch nicht ganz genau rausgefunden, woran der Unterschied ist zwischen dem Solo-Game und dem jetzt hier. Also außer, dass es 38 statt 60 Spieler sind, ne? Habe ich bis jetzt nicht ganz rausgefunden? Achso, warte mal. Oh, ich habe ich jetzt was... Oh, ich kann mir die ersten Sachen abholen. Yay, ausrüsten. Ja, ich bin Topo die Fockner der Tolle. Und Kudos, so heißen die Dinge also. Entschuldigung. Die Aufgaben sind hier übrigens 7 Tage gültig, habt ihr gerade eben gesehen. Also solltet ihr euch, wenn ihr die ganzen Belohnungen haben wollt, solltet ihr euch immer damit beeilen. Und das ist natürlich eine super Technik, um das Spiel immer wieder zu spielen. Bei diesen Gratisspielen gibt es das ja häufig mal, dass man immer mal wieder Aufgaben bekommt, die täglich oder wöchentlich wechseln und die dann immer wieder besondere Belohnungen geben, die zeitlich begrenzt sind. Ist natürlich eine sinnvolle Sache, um das Spiel immer wieder interessant zu gestalten. Ne? Auch wenn es tatsächlich eigentlich immer wieder das Gleiche ist. Oh Gott, ich schrei zu viel. Nach diesem Part muss ich definitiv eine Schreipause machen. So, wann kommt der erste Sieg, fragt ihr euch wahrscheinlich? Nie.
Das kann, ich gebe euch jetzt Brief und Siegel. Vielleicht ein Gruppensieg mal. Ich sollte vielleicht öfters mal in der Gruppe spielen und dann hoffen, dass es ein bisschen besser wird. Oh, ja! Nochmal die Schnellbahn. Ich fand die so cool. Die hat Spaß gemacht. Die hat echt Spaß gemacht. Jetzt muss ich aber eine Superwertung machen, oder? Weil ich die Strecke jetzt schon kenne und weil ich es jetzt gesagt habe, werde ich absolut abkacken. Oh, ich starte ganz vorne. Es ist ein gutes Zeichen. Oh nee, das bin ich gar nicht, ne? Der sieht nur so aus wie ich. Der hat nämlich die Armreifen nicht. Ah, hier bin ich. Okay, alles klar. So, und Gas geben! Yeah, juhu! Ups. So. Ja, die erste Runde ist egal. Die erste Runde ist egal, da müssen wir erst wieder reinkommen in das Ganze hier. Ja, genau. Ich renne auch gegen Pfosten. Ja, das gehört dazu. Auch gegen Pfosten muss man immer mal wieder rennen, um rauszufinden, was es eigentlich bewirkt. Oh, ups. Nee, nicht da lang. Okay, alles klar. Oh Gott, Hilfe. Ja, ach man, dann geh doch mal weg, du Idiot. Der eine ist es. Der eine, der mich immer nervt. Niemand anderes, nur der... Sag mal. Jetzt habe ich aber auch Pech, ne? So, hier hoch. Hä, jetzt bin ich nicht... Ich hab gedrückt. So, jetzt die zweite Runde. Mann! Oh, Alter! Oh, Fall Guys, ey. Ohne Witz jetzt, ne? Hört auf, mich zu behindern! Oh, die stehen einem immer im Weg, die Idioten. So, jetzt aber. So, nicht anders. Ja, guck, die zweite Runde ist immer tausendmal besser als die erste. Okay, alles klar. Komm. Yeah, komm. Yeah, nice. Super. Gucke an. Topo die Fockner. Platz 18. Die zweite ist es doch wirklich. Es ist immer die zweite. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es immer die zweite, die besser ist. So. Was stand da gerade? Stadion-Wrestler? Ich finde es immer so toll, sich die Namen anzugucken und sich darüber lustig zu machen, wie die heißen. Manchmal sieht man sie aber nicht richtig gut. Omega Tut. Rekinaru. Leaks. Mini Golden Wolf. Oh, so ein goldener Wolf. So als Nippes, um irgendwo hinzustellen. Finde ich gut. Der Wirbel. Weiche den Hindernissen aus und falle nicht in den Schleim. Oh nein. Das heißt lange überleben, ne? Toffi und lange überleben. Was haben wir in den letzten Parts gelernt? Das beißt sich. Oh. Ich will jedes Spiel einmal mindestens gespielt haben. Ansonsten kann ich das Spiel nicht beenden. Man weiß ja nie, wann Schluss ist, ne? Weiß ja nie, wann das Spiel nichts mehr zu bieten hat, ne? So, warte. So. Hui! Hey! Ich habe das voll gut abgepasst, dachte ich. Okay. Was? Hä? Das ging jetzt aber schnell. Wo kamen denn die 7 Tode her? 7 Leute in Rekordtempo ausgeschieden. Das ging. Haben die irgendwie einfach keinen Bock mehr gehabt? Das ging jetzt sehr, sehr schnell. Ja, gut. Nee, das war mein Skill, ganz eindeutig. Die haben gesehen, wie doll ich mich da anstelle und haben gesagt, nee, das bringt nichts mehr. Ja, okay, ich kann es besser machen. Wir versuchen es jetzt einfach besser zu machen, ne? Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Jetzt gibt es keine Ausrede mehr, Toffi. Das trete ich mir selber in den Arsch. Das kann ich mittlerweile. Ich mache so viel Let's Get Fit in letzter Zeit. Ich kann mir jetzt richtig volle Kanne selber in den Arsch treten. Das kriege ich hin. Da ist ein Sushi. Habt ihr es gesehen? Hier direkt neben mir war ein Sushi. Guck mal, ich starte außerhalb. Das ist voll unfair. Das ist Diskriminierung gegenüber Zweifarbigen. So, erstmal ein bisschen einspringen. Je länger man drauf bleibt, umso größer ist der Sprung dann letztendlich, ne? Ja, yeah, Alter, richtig gut, Toffi. Richtig gut. Und nochmal. Hey,
Achso, ich bin doch da schon durch. Ich bin doch da doch schon durch. Okay, alles klar. Okay, nochmal. Warte. Und. Ja, ja, komm. Ja, sehr gut. Guck mal hier. Zählt das auch, wenn man rückwärts reinspringt? Nee, oder? Ja, okay, alles klar. Hier bin ich durch. So, da kommen nochmal so komische Dinger hier. Okay, alles klar. Und hoch da, hoch da. Nein, ah, das zählt nicht. Ach, ich dachte, man kann da hochspringen. Okay, das wusste ich nicht. Ah, Mist. Ah, Mist. Mist, 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 Mist. Shit. Ah, jetzt ist der Wurm drin. Jetzt ist gerade der Wurm drin. Okay, ein paar Punkte müsste ich noch kriegen. Oh, Mann, Alter. Jetzt ist gerade echt der Wurm drin. Ja, komm. Ah, Mist. Ah. Okay. Ja, ein paar Punkte sind drin. Ein paar Punkte sind noch drin. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nein, ja, ja, qualifiziert. Oh, ich bin der Letzte gewesen. Nee, ah, nee, stehen, ah. 6 von 11? Von, hä? Ach so. 15 könnten sich rein theoretisch qualifizieren. Kann das? Ach nee, das waren meine Punkte, die 15. Ach so, qualifiziert steht über meinem Kopf. Hauptsache, ich habe es geschafft. Selbst wenn ich es nicht verstehe. Aber ich habe mich deutlich besser angestellt. Daran kann man wieder mal erkennen, dass es wirklich wichtig ist, die Spiele zu kennen. Falls jetzt der ein oder andere da draußen ist, der sagt, ey Toffi, du bist ja mega Noob. Das liegt halt einfach daran, dass ich die Spiele vorher noch nie gespielt habe. Man muss ja erstmal reinkommen in das Gameplay. Von dem her, bitte berücksichtigt dies. Ich bin aber immer noch nicht in den Top 10. Ich bin in den Top 11. Okay. Ist das schon das... Nein, das Finalspiel ist es noch nicht, ne? Solange nicht dieses komische Spiel mit den Plattformen kommt. Letzte Runde. Bleib auf der rotierenden Kachelrolle, um die Krone zu gewinnen. Was? Okay, die Rolle kenne ich, aber nicht als Kachelrolle. Oh Gott, ich bin... Oh Gott, Hilfe! Alter, das heißt, die Plattformen verschwinden die ganze Zeit, ne? Man muss ständig in Bewegung bleiben. Sonst... Und so wenig wie fallen wie möglich, ne? Oh Gott, uah, Hilfe! Nein, nein! Ich wusste nicht, dass das so steil ist. Ich dachte, ich kann da noch von der Seite hoch... Na, okay. Ja, es rollt, ja. Ich trottel. Ja, ich bin ein Trottel. Hallo, mein Name ist Toffi, ich bin ein Trottel. Ja, Entschuldigung. Man muss die Spiele vorher gespielt haben. Ich will es nochmal erwähnen. So, ich glaube an Calimero. Der sieht aus wie Calimero mit Sombrero. Kennt ihr den? Das Hühnchen da mit dem Ei auf, Eierschale auf dem Kopf? Aber die Idee finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Calimero, du schaffst das. Gib Gas. Gib Gas. Piu Chibon. Piu Chibon. Arbeitest du bei Chibo? Calimero nenne ich dich trotzdem. Tom, du schaffst das. Ich möchte, dass du die Krone hast. Auf deiner Eierschale soll eine Krone drauf. Aber ich bin ins Finale gekommen. Das fühlt mich jetzt schon wieder langsam ein bisschen besser. Also das motiviert mich wieder ein bisschen für die nächsten Parts. Wenn welche kommen, das könnt ihr mit und dann entscheiden, wer den bewertet. Ne? Da kann ich schon mal sagen, ne? Leute, denkt dran an die Bewertung bitte. Kommentare natürlich auch sehr, sehr gern gesehen. Und bitte seid ein bisschen gnädig mit mir, dass ich manchmal halt ziemlich lappenhaft agiere. Wie gesagt, wenn ich die Spiele noch nie vorher gespielt habe, ist das vollkommen normal. Aber das ist umso lustiger für euch. Ihr habt doch was zu lachen. Seht es doch mal von der Seite. Positivere, lustigere Sache, wenn ihr was zu lachen habt. Ja, also Calimero, ne? Sind nur noch zu zweit. Ja, der andere ist doch gleich weg. Guck mal, der ist so gut wie weg. Ja, Calimero! Piu Chibon! Bravo! Ja. Piu Chibon. Ja, toll. Und jetzt verlierst du die Krone. Halte Abstand. Corona-Abstand oder was? Ich hoffe, dass wir es auch endlich bald mal live spielen können. Mit euch zusammen oder gegen euch zusammen. Fänd ich auf jeden Fall eine tolle Sache.
Und ja, genau. Das habe ich alles erreicht. Ja, ich finde, man hat hier schon das Gefühl, man kriegt hier viele Belohnungen. Kommt direkt ausrüsten, oder? Ja, guck mal, jetzt habe ich eine andere Farbe. Nächstes Mal bin ich andersfarbig. Ja, Dankeschön fürs Zusehen, vielen Dank für die Bewertung und dann sehen wir uns das nächste Mal in aller Frische nochmal zu Fall Guys, wenn ich wieder meine Stimme ein bisschen geschont habe und vielleicht auch ein kleines bisschen besser abschneiden werde. Hoffen wir es zumindest. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Tschüss.